Sie haben sicher auch darüber gelesen, dass unsere Firma, die SAG, eine Kooperation eingehen mit Swisscom und mit Ringier. Jetzt SAG kennt man ja. SAG ist immer ein grosses Thema, auch bei der Boulevardpresse, eigentlich immer und überall. Ebenso Swisscom. Swisscom haben wir auch schon thematisiert. Das Einzige, was uns noch ein Rätsel ist, was ist das für eine Firma Ringier? Und da haben wir einen lieben, guten, jungen Kollegen von uns, der uns das ein bisschen erklären kann. Begrüßen Sie bitte den Michael Elsener. Guten Abend miteinander. Ringier. Ringier ist eines der grössten Schweizer Medienunternehmen und sie arbeiten so. Sie verkaufen das Minimum an Informationen an ein Maximum an Konsumenten. Macht natürlich total Sinn, weil Ringier. Oh, darf ich das mal von euch hören? Weil. Ringier! Grossartig. Ringier ist gewinnorientiert. Und das weiss jeder, Informationen beschaffen ist relativ teuer und würde den Gewinn darum verkleinern. Darum tut. Grossartig, die Informationen strecken. Zum Beispiel mit grossen Bildern, grossen Schlagzeilen und grossen Brüsten. Laura. Laura Bissig, sie kommt aus Matzingen und sie arbeitet als Servicefachkraft im Restaurant Ochsen. Und Achtung, Laura kann mit ihren Brüsten Bierflaschen aufmachen. Das gefällt ihm, ja. Der Ochsenwirt findet das genauso grossartig und er stellt darum ein Foto von der Laura auf seine Website. Das Foto, das schafft es dann prompt in die Rubrik «Bilder des Tages» vom Blick am Abend, wo zu welchem Unternehmen gehört? Ringier! Yes, jetzt sind gerade mal 600'000 Pendler, was die Laura mit ihren Brüsten machen kann. Die Laura hat eigentlich jetzt schon so einen gewissen Trash-Promi-Status erreicht. Lange eigentlich locker für ein Interview in der Morgenshow auf Radio Energy. Das gehört zu 51% zu. Ringier! Ja, dort macht Laura dann schon mal für die ganze Morgenredaktion ein paar Toni-Joghurt-Gläschen auf. Natürlich mit den Händen. Ja. Spätestens jetzt kommt die Schweizer Illustrierte. 100%? Ringier! Macht eine Home-Story. Und dort erzählt uns Laura so ganz nebenbei, dass sie unter der Dusche auch ganz gerne singen. Das vernimmt die Talentagentur Pool Position. 100%? Ringier! Die schickt Laura auf Tournee. Laura singt dort «I'm sexy and I know it» und macht nebenbei mit ihren Brüsten 25 Champagnerflaschen auf. Tickets für die ganze Tour kannst du kaufen beim Ticket Corner, 50%. Das Ding ist, während so einer Live-Show platzt der Laura ein Silikonimplantat. Das und der ganze Rummel ringsum ist definitiv zu viel für die Laura. Sie fährt darum den Champagner an zu saufen, wo sie die ganze mit ihren Brüsten aufmacht. Und weil das andere auch schon gemacht haben, fährt sie völlig frustriert mit ihrem Auto in die Blickredaktion hinein. Ja, wie die Laura sagt sich, okay, gut, mit meinem Auto zerstöre ich den Blick zwar nicht schneller, aber. Oh, cool, jetzt können wir sogar das intellektuelle Publikum abholen. Aber bringt uns nicht viel, weil die Laura ist total am Ende. Sie sagt, ich gebe ab sofort niemandem mehr ein Interview, außer vielleicht noch der Glückspost von. Die Laura will gerne ihr früheres Leben wieder zurückhaben. Sie will wieder arbeiten als Servicefachkraft. Ihr Stelleninserat, das gibt sie auf der Internetplattform Scout24 von. Ja, und sie wird auch prompt eingestellt, und zwar in der Mitarbeiterkantine von. Nein, Tamedia. Dankeschön.